Hallo zusammen, hier ist wieder Euch klar und heute bin ich wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute ein kurzes Preview-Video zu Patch 7.2.5 vorstellen. Und dazu habe ich mich hier schon auf dem PTR eingeloggt und möchte euch gleich mal was zeigen. Ich befinde mich nämlich hier in Eisenschmiede oder EF. Und hier bei dem Händler für die Erbstücke können wir jetzt mittlerweile was Neues kaufen. Natürlich selbiges gilt dann für, ich glaube, Under City ist es bei der Horde. Da könnt ihr euch dann dementsprechend die Pandors kaufen. Denn wir kriegen hier jetzt neue Items. Und zwar haben wir jetzt das Upgrade von 100 auf 110. Und somit können wir alle unsere Heirloom-Items nochmal auf die maximale Stufe upgraden. Was natürlich das Zwinken in Legion nochmal wesentlich angenehmer macht. Und der eine oder andere, der vielleicht über die Inversion gelevelt hat, wird jetzt da nochmal ein Weilchen schneller leveln. Ich würde sagen, wir testen mal ein Item. Ich muss mir hier blöderweise das Ganze kaufen, aus dem Grund, da man auf dem PTR überhaupt keine Items hat. Und jetzt gucken wir gleich mal rein. Wer das vielleicht nicht weiß, müssten wir hier ein Item gefunden haben. Genau, hier haben wir das erste Item. Und dann können wir das hier insgesamt dreimal upgraden. Wir haben jetzt hier das neue Item. Und zwar, das können wir jetzt nicht direkt anwenden, weil wir erstmal die vorherigen Stufen brauchen. Dann haben wir jetzt erstmal die erste Stufe drauf. Jetzt haben wir 1 von 3 und es skaliert bis Level 90. Dann haben wir die zweite Stufe drauf. Dann müsste es bis 100 skalieren. Wir haben die Stufe 2 und dann, wenn wir das letzte draufhauen, dann haben wir die letzte Stufe und haben dementsprechend dann das Item bis auf 100 skalierbar bzw. 110 skalierbar gemacht. Und es ist am Ende, wenn ihr 110 erreicht, direkt 800er Item Level. Und ich würde sagen, das ist doch kein schlechter Start, wenn man dann das halbe Gear schon mal 800er Item Level hat. Zum Beispiel für meine Gammeltwings ist das relativ gut. Was kostet uns das Ganze? Und zwar, wir zahlen für das erste Upgrade-Item 1000 Gold, für das zweite 2000 Gold und für das dritte hier 5000 Gold. Das sind übrigens die normalen Items, also sprich die kompletten Rüstungs-Items. Selbiges gibt es dann auch nochmal für Waffen, die sind ein wenig teurer. Da kostet sogar die Endstufe dann 7500 Gold. Ehrlich gesagt muss ich aber hier sagen, warum sollte man seine Heirloom-Waffe upgraden, wenn man dann eh die Artefaktwaffe ab Stufe 100 kriegt, macht in meinen Augen keinen Sinn. Haben sie wahrscheinlich nur implementiert, weil Blizzard ja plant, nach Legion die Artefaktwaffe wieder rauszunehmen, dass man da so ein bisschen eine Geschichte hat, um das weiterzuführen. Ja, das war der erste Punkt. Jetzt vielleicht doch ein Ticken ausführlicher. Dann kommen wir zum zweiten Feature, was natürlich reinkommt, ist der Raid. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf den Kalender gucken, sagt uns dieser, dass das Grabmal am 20. öffnet, beziehungsweise da das jetzt hier international ist, beziehungsweise auf den amerikanischen Content gemünzt ist, ist es bei uns der 21. wo der Raid öffnet. Der Patch kommt ja diese Woche schon raus, also sprich am Mittwoch. Eine Woche später kommt dann das Grabmal als Raid raus, da könnt ihr dann in den normalen und in den heroischen Modus gehen und wiederum eine Woche, also sprich dann bei uns der 28. könnt ihr dann die mythische Version gehen. Es ist ja meistens so, dass ihr dann eine Woche später in die mythische Version erst könnt. Ja, was für ein Item-Level haben wir im Grabmal? Und zwar hat sich das jetzt im Laufe des PTRs immer mal wieder ein bisschen geändert. Da gucken wir jetzt gleich mal rein und zwar gehen wir hier auf Legion und dann auf das Grabmal. Wir haben hier vom ersten Boss von 900 Item-Level im Normal-Mode bis zum letzten Boss 910. Dann im heroischen Modus ist das die Range von 915 bis 925. Also das ist immer das Base-Item-Level. Das kann natürlich jetzt wesentlich höher rollen. Und dann im mythischen Modus ist es schon 930 bis hier 940 beim Endboss. Also sprich, da haben wir doch noch einen erheblichen Sprung. Selbst im Normal-Mode ist der Sprung schon relativ hoch, weil ich schon am Anfang des Base-Item-Level hat, was der mythische Modus am Anfang von Nighthold hatte. Also sprich, der Sprung ist wesentlich größer von Nighthold zum Tomb of Sargeras als von Emerald Nightmare zu Nighthold, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, da können wir uns über einigen guten Loot freuen. Dann haben wir noch hier das Time Walker Black Temple Event. Und zwar kommt das immer dann, wenn wir einfach den Burning Crusade das Burning Crusade Time Walker Event haben und dann könnt ihr euch auch über den Dungeon Browser mit einer Gruppe, die müsst ihr, so wie es auf dem PTR war, aber vorher zusammenschustern, anmelden und dementsprechend nach Black Temple rein. Ihr werdet hier auch wieder runterskaliert, wie es im Time Walker immer der Fall ist, also sprich, ihr werdet auf 70 skaliert und habt ein Item Level von 141. Und soweit ich das noch in Erinnerung hatte oder habe, ist das ein relativ hohes Item Level, was man
dann unterm Strich erst aus der Instanz rausgekriegt hat. Wenn wir jetzt hier mal gucken, genau, Black Temple droppt Item Level 141, also sprich, ihr seid dann skaliert auf komplett Black Temple Item Level und dann dürfte es eigentlich nicht so das Problem werden. Was kriegt ihr jetzt dann an Gear raus aus dem Black Temple? Und zwar, ihr bekommt hier zeitversehrt Base Item Level 900, wie ihr seht. Also kann das sich für den einen oder anderen lohnen, der jetzt vielleicht bis jetzt mit dem Char nicht so richtig viel gemacht hat, beziehungsweise nur im Normal-Mode unterwegs ist. Da kann das schon ein ganz guter Push sein. Dann haben wir noch ein neues Story-Szenario und zwar geht es da um Chromi und dort ist es so, dass wir, dass Chromi ihren Tod voraussieht. Chromi ist ja diese kleine Gnomin, die eigentlich so ein Zeitdrache ist, also von diesem Bronzedrachenschwarm, die hat ihren eigenen Tod vorausgesehen und der muss man jetzt helfen, ihr Schicksal abzuwenden und da hat man so eine kleine Story-Quest-Reihe gemacht, die ganz nett gemacht ist und am Ende kann man dann auch unter anderem ein paar Pets kriegen, ein bisschen Transmog, das ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so gut aussieht, aber zumindest kriegt man Transmog und ja, das ist eine ganz nette Questreihe, kann der ein oder andere vielleicht durchspielen. Ja, was haben wir dann noch so? Wir haben dann noch einen Haufen neue Events, also sprich so kleine Mini-Events und da ist zum Beispiel ein Event, Trial of the Style heißt es und das ist ein kleines Transmog-Event und bei diesem Transmog-Event ist es so, dass ihr euch in die Terrasse der Magister porten könnt, in den Bossraum vom ersten Boss und da ein bisschen euch transmogrifizieren könnt, dass ich es nur rausbringe und dort dann dementsprechend gegen andere Spieler antretet und es gevotet wird, wer hat das beste Transmog und der Gewinner, wie ich das so mitgekriegt habe, kriegt dann ein paar Münzen und da kann man sich dann wieder mehr Transmog kaufen, also sprich für die Leute, die ganz gern Transmog farmen, die werden da sicher ihren Spaß dran haben. Dann ein weiteres Event, was wir haben, ist das Moonkin Festival. Und bei dem ist es so, dass wir nach Moonglade gehen müssen, da dann ein paar Dinge für die Moonkin vollbringen müssen. Und am Ende soll man anscheinend sogar mit den Moonkin sprechen können, beziehungsweise deren Sprache verstehen können. Werde ich aber alles zu den einzelnen Punkten nochmal genauere Videos machen. Ich habe jetzt auch noch nicht alles auf dem PTR testen können. Dementsprechend mache ich da dann, wenn es auf dem Live-Server ist, nochmal ein genaueres Video. Das sind jetzt nur so Preview-Sachen. Dann haben wir noch ein weiteres Event und zwar das Aktionshaus Tanzstudio. Und bei dem haben wir ja sowohl SW als auch im Stormwind ein kleines Tanzstudio, wo ihr so ein bisschen eure Moves testen könnt. Und Blizzard hat da ja ganz lustige Disco-Feeling aufgebaut. Und ich finde, das ist recht gelungen geworden. Was wir dann noch haben, ist Great Race von Gnomeregan. Da können die kleinen Gnome ein bisschen rennen. Dazu ist leider noch nicht so viel bekannt, werden wir aber spätestens erfahren, wenn das Event auf dem Live-Server aufgespielt wird. Und die sind ja immer so ein bisschen versetzt, also ihr könnt nicht alles am Anfang gleichzeitig machen, sondern ihr müsst dann immer warten, bis diese kleinen Mini-Events im jeweiligen jeweiligen Tag bzw. in der jeweiligen Woche am Start sind. Dann haben wir noch was ganz Lustiges und zwar das Pet Battle Dungeon Deadmines. Und ja, hier ist es wieder ähnlich wie bei dem vorherigen schon. Wir haben einfach wieder eine extra Version von den Deadmines und können das dementsprechend hier mit Pet Battle durchspielen. Werde ich aber auch nochmal ein extra Video zu machen, um das ein bisschen ausführlicher zu bringen. Was haben wir dann noch? Und zwar haben wir dann noch den Dunkelmond-Jahrmarkt und hier ist es so, dass wir eine neue Band am Start haben und in dieser Band gibt es dann ein kleines kleines Event, wo ihr auch unter anderem Achievements holen könnt, beziehungsweise auch dann ein wenig Style-Gear, unter anderem so diese Masken, die hier ein bisschen dubios aussehen und damit zusammenhängend, immer wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt ist, könnt ihr ja da ein wenig farmen. Die Gitarre gibt es, glaube ich, auch und ein paar andere Sachen. Ja, zusätzlich gibt es dann noch tonnenweise Klassenänderungen, auf die ich jetzt aber nicht im Detail angehen würde, sonst wird das Video ellenlang. Hier wirklich nur so ein kurzes Preview, was kommt alles und wie gesagt, zu den einzelnen Sachen werde ich dann noch ein bisschen genauere Infos bringen. Wer jetzt schon sagt, okay, das ein oder andere war nicht ganz korrekt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich habe mir jetzt ein bisschen was zusammengesucht, gerne mit unten reinschreiben, dann haben wir alle ein bisschen größeres Bild. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Telam, bis zum nächsten Mal. Ciao.